Ei Gude und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute gibt's neue Klamotten. Ja, in der gestrigen Folge habt ihr ja gesehen, wie ich den Schmied zu mir eingeladen habe, mehr oder weniger. Und habe dann auch angefangen, die Werkbank hinzustellen vom Schmied und den komischen Hochofen. So, dass ich jetzt den ganzen gestrigen Tag hier zugesehen habe, dass das Ganze permanent läuft. Und ich auch dementsprechend dann mich soweit vorbereiten kann, um mir dieses Kämpferset zu bauen. Das werden wir heute gemeinsam machen. Dann habe ich noch geplant, vielleicht noch unten den diesen Brunnen zu befreien im Miasma. Ich komme gerade nicht drauf. Elixierbrunnen, ihr wisst, was ich meine. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Und ich habe durchs Farmen mittlerweile jede Menge Punkte angesammelt, die ich heute mit euch zusammen mal in die Skillung stecken will. Das habe ich nämlich offscreen noch nicht gemacht. Das möchte ich gerne mit euch zusammen machen. Also, ihr seht selber, es gibt eine Menge zu tun. Lasst uns nicht lange quatschen, sondern direkt loslegen. So, was wollte ich machen? Ach so, genau. Wir schauen uns erstmal die Skillungen an. Jetzt muss ich nämlich gerade gucken, wo ich bin auf meiner Tastatur. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Licht heute. Also ich selber habe keine Probleme mit dem Licht, aber es scheint die Sonne draußen und ich habe das hier nicht ganz verdunkelt, sodass hier so ein bisschen Leuchtstreifen sind. Stellt euch einfach vor, einzig Bart ist heute auch, RGB ist Natur ausgeleuchtet. So, wir schauen mal bei den Fähigkeiten nach. Denn da haben wir jetzt mittlerweile 6 Punkte. Seht ihr, ich habe nur gesammelt und habe immer im gleichen Kreis unterwegs gewesen und habe dann einfach gar nicht mehr großartig angefangen, hier irgendwas auszubaldowern, sondern will erstmal schauen, wo die ganze Reise hingehen wird. Denn ich habe mir überlegt, so als Einzelkämpfer, und ich bin ja hier alleine unterwegs, werde ich wohl Richtung... ich bin noch immer im Überlegen zwischen Krieger, ja, oder aber... Also entweder Krieger oder aber in Richtung Kampfmagier zu gehen. Ich weiß nicht. Ich habe immer so diesen im Hinterkopf Kampfmagier oder Magier an sich Glaskanonen. Ne? So, ich weiß nicht, wie es hier ist. Wir werden aber trotzdem einfach Richtung Krieger gehen. Und was habe ich denn hier schon ausgesucht? Steine, sieh mal, ich hätte das alles mal freischalten können. Dann hätte ich einfach viel besser und... Ach Leute, ich sag's euch. Kondition. Also grundsätzlich ist ja Stärke mal nicht schlecht, ne? So, freigeschaltet. Sprungangriff, okay. Stärke ist ja auch nicht schlecht. Also, Konstitution ist auch in Ordnung. Stärke schalten wir auch mal frei. Jetzt haben wir noch 3 Punkte. Wo gehen wir da rein? Der Weg des Kriegers beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Okay, kann man machen. Was haben wir nachher? Jeglicher Nahkampfschaden, Wuchtschaden, 10% Erhöhung, Fehler, Stich, bla, Lanzer, bla. Schlechter, okay. Was haben wir hier? Das klingt ja ganz gut, eine kräftige Umlenkung. Athlet ist vielleicht Athlet doch besser. Doppelsprung. Sprungangriff. Lass uns mal den Sprungangriff freischalten. Mal gucken, was der bringt. Ich kann es ja nachher sowieso wieder zurücksetzen, wenn ich merke, das ist totaler Müll, was ich da gemacht habe. Genau, wir lassen es erstmal so. Wir haben jetzt den Sprungangriff. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. So, jetzt wollen wir aber erstmal Rüstung freischalten. Was brauchen wir fürs Kämpferset? Wir brauchen Platten, habe ich mittlerweile genug. Platten, Tierfell, Metallplatten, Garn. Okay, also ist immer das Gleiche. Wir brauchen erstmal Harz. Dann brauchen wir Tierfell. Was habe ich an Tierfell? Wieso habe ich so viel davon gesammelt? Ich sag's ja, ja. Was habe ich eigentlich für ein Level? Bin ich Level 5? Level 5, tatsächlich. Leute. So, Platten. Das sollte ja wohl erstmal reichen.
So, was ich natürlich immer als erstes mache, ist die Runde oben beim Schmied, da wo wir den befreit haben gestern, und baue da erst immer sämtliche Dings ab, sobald ich eingeloggt habe. Das habe ich gerade im Vorfeld aber schon gemacht, diese komischen Pots, Tanks, Container oder wie man immer die auch nennen möchte, die geben ja auch jedes Mal. Also ich gehe da jedes Mal mit, lasst mich überlegen, 30 bis 50 Metall-Dings raus, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. So, Kämpfer-Set. Wir wollen Mütze, wir wollen Brustpanzer, Handschuhe, give it to me. Ja, Mann, so wollen wir das haben. So. Ausrüsten. Löschen. So sieht der Kollege jetzt aus hier. Guckt euch das mal an. Gar nicht so schlecht. Was hat denn der jetzt an Statuswerten? Physischer Widerstand 103. Der lag vorher irgendwie bei 30 mit dem anderen Krempel. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wir gucken mal hier. Nahkampfschaden plus 12. Fernkampfschaden. Okay. Magieschaden plus 10. Kritischer Schaden plus 50%. Schleichangriff plus 900%, gnadenloser Angriff plus 400%. So, Magiewiderstand 51, giftanfällig, 100%, okay. Dann müssen wir nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie die Flamme auch mal aufwerten können, ne? Was fehlt uns denn da? Roter Pilz haben wir, Funken haben wir auch. Eigentlich haben wir das doch alle. Haben wir den Funken? Mir fehlt ein Funken. Mir fehlt ein Funken. Da ist der Funke wohl noch nicht übergesprungen, wa? So, wir machen aber mal die Metallplatten hier rein. Das kommt auch rein. Das kommt da auch rein. Das kommt da auch rein. Das sind alles so Sachen. Kommt Schutt, kann da auch rein. So, Konstitution. Ich glaube, die Pilze, die Intelligenzpilze, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, wir brauchen aber hier das gegrillte Fleisch. Plus 2 Konstitution. Das ist irgendwie geiler, ne? So, Honig nehmen wir auf jeden Fall mit. Gesundheitswiederherstellung, Ausdauerregeneration, Gesundheitswiederherstellung. Nee, machen wir das so und das machen wir so. Den legen wir auch nochmal kurz hier rein, dann können wir den eben nochmal kochen. Ich hab den noch, sag mal. Da sollte er doch hin. So, das kommt da rein. Das hier. Den Beschwörungsstab, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Den lasse ich gerne mal hier. Fackel immer mitnehmen, ist ganz gut. Können wir eigentlich mal hier unten hinlegen. Dann können wir wenigstens schnell umschalten. Bomben kommen auch dahin. So, Wasser kommt hier hin. Zauberstab. Unglückskeule. Es ist halt eine Zweihandwaffe, die ist halt langsam, ne? 350 maximale Haltbarkeit. 2 Parierkraft. Ich glaube, das Beil brauche ich nicht. Nehme ich noch die Keule und dann ist gut. So, Miasmaholz. Miasmaholz kommt hier rein. Schnullidup. So, das behalten wir mit drin. Den Bauhammer auch. Also es lohnt sich eigentlich immer ganz dafür zu sorgen, dass man Sachen, die man nicht braucht, wenn man irgendwas Größeres vorhat, vielleicht dann doch lieber zu Hause zu lassen, als es mitzuschleifen. Ich komme irgendwie auch nicht dazu, hier die Hütte weiter zu bauen. Ja, also das ist ein bisschen blöde, aber so ist es einfach. So, wir gehen mal eine Runde knacken, bis wir den Hahn krähen hören.
keinen Hahn gehört. Da war er. So. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wieso kräht der Hahn nicht? So, hier ist Level 10. Da müssen wir uns auch nochmal mit beschäftigen, ne? Gut, Komfort, Wärme. Und zwar, wo wir heute hinwollen. Wir wollen hier den Elixierbrunnen wollen wir säubern. Genau, das heißt, wir machen uns mal auf die Socken. Haben wir noch genug Verbände dabei? Ganz wichtiger Hase. So, wir nehmen auch mal einen Trank mit. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Den einzigen, den wir haben. Nee, so, genau. Alles klar, Leute. Dann mal kurz die Socken scharf gemacht. Hier, den wollen wir als Wegpunkt setzen. Und dann ab durch die Mitte. So, das heißt Mampf, 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 Gluck. Seht euch mal an, wie groß der Ausdauerbalken oben schon ist, beziehungsweise der Lebensbalken. Hier habe ich übrigens gestern das Loch gegraben, ja, also ihr seht selber, dieser Respawn-Timer, der verändert dann auch, rollt quasi auch wieder alles zurück, was man gebaut hat. Es ist einfach so. So. Wir düsen mal eben hier hin. Genau, da unten wollen wir nämlich hin. Aber ich will ja jetzt hier nicht gleich schon das Miasma irgendwie in mich aufsaugen. So. Da können wir gleich schon mal die Waffe zücken. Ach, was macht er denn schon wieder? So machen wir das nämlich. Also ihr seht selber, dieser Sprungangriff, der ist schon sehr geil, ne? Aber der braucht halt auch einiges an Ausdauer. Das ist halt der Nachteil dabei. So, hier oben gab es jetzt noch so ein Flammen-Otto, wo wir mal eben das Miasma zurücksetzen können. Und dann können wir, glaube ich, eben mal eine Bandage anschmeißen und dann gehen wir mal runter im Keller. Da jetzt gleich die Luzi ab. Also ich weiß das schon, ich habe das schon im Multiplayer gemacht. Viele von euch werden es auch schon gemacht haben. Ich konnte mir jetzt aussuchen, entweder mache ich es mit euch zusammen oder ich mache es alleine. Aber ich dachte mir, komm, wir machen es mal zusammen. So, das heißt, hier geht's runter. So, ich glaube, wenn man hier hochklettert, gab es irgendwie noch eine Kiste. Das werden wir dann gleich auf dem Rückweg sehen. Aber erstmal müssen wir den Otto hier gleich mal umhauen. Da drüben ist schon die Wurzel, die wir befreien müssen. So, ich sollte aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr mit dem Leben rumase, mit der Ausdauer. Seht ihr? Ich muss erstmal gerade ein bisschen damit klarkommen. Ah, hier geht's hoch. Na guck mal, die könnt ihr auch easy peasy mit dem Zauberstab fertig machen hier. Thank you.
das war's. Okay, ich muss ganz ehrlich zusagen, ich bin auch ein bisschen overpowered jetzt dafür gewesen. Aber ihr seht ja selber, hier gibt's das und das und das und eine Miasma-Seele und das noch und da ist eine Seele. Da können wir dann nachher auch den Brunnen hoch, solltest du auch mitnehmen, aufwerten. Und jetzt müssen wir erstmal hier die Miasma-Dings befreien. Und das machen wir mit der Axt. So, und es gibt einen neuen Fähigkeitspunkt. Und wie ihr seht, das Miasma ist verschwunden. Du hast quasi den Bereich hier gesäubert. Und genau das ist das, was wir machen wollen. So, den Krempel machen wir auch weg. Hier müsst ihr übrigens höllisch aufpassen, dieses rote Zeug. Das rattert das Miasma hoch, ne? Also wenn ich mal, ich zeig's euch einfach mal, damit ihr seht, wovon ich rede. Achtet mal einfach hier oben auf die Leiste, wo das Miasma dann auftaucht. Ihr seht selber, hier musst du ganz schnell raus. Ja, und das ist nachher auch was, wenn ihr den Brunnen aufwertet. Das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen, denn das werden wir auch noch machen. Da gibt es dann eine Stufe, da haltet ihr es länger in dem roten Miasma aus. Ne? Also ein Ding zahlt da drauf mit ein. So, wir lassen den Krempel erstmal hier stehen. Das werde ich dann offscreen noch weiter abbauen. Aber hier gibt es noch eine Kiste, meine ich, an die wir jetzt vorbeigelaufen sind. Also ihr seht selber, ich habe mich jetzt ein bisschen dusselig angestellt, wie ich halt so bin. Ihr kennt es ja, ist ja jetzt auch nichts Neues. Aber man kann den Typ, also entweder mit dem Zauberstab ganz gut aus dem Leben husten oder aber ihr guckt einfach, dass ihr ständig wegrollt und macht einen Angriff und rollt weiter und wieder einen Angriff und so weiter und so fort. Also das ist, der Typ ist halt echt keine Kunst, ne? So, hier war noch eine Kiste. Ich glaube, hier hinten müsste die gewesen sein. Hä? War hier nicht eine Kiste? Ich glaube, ein Multiplayer war in die Kiste. Oder bin ich jetzt vorbeigerannt? Ach, der, klar bin ich dann vorbeigerannt. Nicht gesehen. Genau, ein knisternder Zauberstab. Den werden wir auch sehr gerne mitnehmen. Und dann werden wir den nämlich gerade mal austauschen. Den knisternden. Und ich glaube, den können wir nämlich auch aufwerten. Genau, guck mal hier. Plus Feuermagie-Schaden, plus Eismagie-Schutz. Das werden wir uns gleich nochmal näher anschauen. Ich habe jetzt auch noch einen Mega-Bogen hier. Selten. Okay. So, und ihr seht, hier draußen kann man sich jetzt auch relativ frei bewegen. Können wir eigentlich mal ausprobieren. Der macht schon gut Schaden, ne? Empfehlenswert. Äußerst empfehlenswert. So, wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich noch abbauen werde offscreen. Ja, da werde ich mich dann nochmal dran gütlich tun, weil da gibt es nämlich auch noch jede Menge Stofffetzen, Metallteile, also Metallschrott. Ach, alles Mögliche. Das, was ihr halt sonst auch mal eingesammelt habt. Aber wir werden jetzt mal eben wieder zurückgehen zu unser Zuhause. Nach Hause. Es geht nach Hause, genau. Denn wir wollen ja hier den Flammenbrunnen aufwerten. Glutal kann zurückerobert werden. Sammelt Funken und biete sie am Flammenaltar da, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Genau. So, wir brauchen hier eine Miasma-Seele. Stärke die Flamme. Und auch hier bräuchten wir Funken. Genau, wir werden jetzt erstmal hier den Krempel aufwerten. So sieht es nämlich aus. Die Flamme, Stufe 1. So, und zwar meinte ich das hier, Miasma-Passierstufe. Das hier ist nachher der Wert, der dann entscheidet, in welchem Miasma ihr rumturnen dürft. Denn es kommt auch vor, dass das rote Miasma dann doch auch in Areale ist, wo ihr wirklich durchlatschen müsst. Ne? Und das tut dann halt richtig weh. Das brennt in der Hütte. So,
Wir wollen uns jetzt erst nochmal anschauen, was wir hier... So, können wir den? Den können wir nicht löschen. Brut, Donnerwüstlingkopf, den kann man nachher irgendwie noch aufhängen, habe ich mitbekommen. Dazu brauchst du dann aber, ich glaube, die Jägerin, mit der du das machen kannst. Deswegen kommt er erstmal hier rein. Wir holen uns erstmal hier unsere Runen und werden erstmal hier... war ich das bei ihm? Genau, hier war es aufwerten. Und werden hier... Was haben wir hier? Manuelles Spitzhacke? Achso, die muss ich noch bauen. Wir werden erstmal hier Ausrüstung verbessern. Und zwar werden wir den Zauberstab hier aufrüsten. Ihr seht's. Plus 2 Feuermagie-Schaden. Plus 3 Eismagie-Schutz. So, whatever das auch zu bedeuten hat. Wir nehmen es einfach mit. So, dann haben wir noch unsere Unglückskeule. Ach, guck mal hier. Hier, die nehmen wir doch mit. Hör mal. Wie geil ist das denn? So, warte mal. Dann kommt die dahin, die kommt dahin. Der Bogen kommt auch mit, den brauchen wir nämlich nicht. Den packen wir erstmal hier hin. Können wir das zerlegen? Jawohl. Das können wir auch zerlegen. Das gibt nämlich auch Runen. 28 Runen. Alter Schwede. So, und das auch zerlegen. Das hat geschmeckt. So, den können wir leider nicht zerlegen, aber den werden wir löschen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr, den Bums. So, und dann können wir nämlich hier nochmal... die Waffe aufrüsten. Mana-Raub. Raub bei einem Treffer 5 Mana in Höhe von 5% des Schadens. Attributbonus, Schnittschaden, Schnittschutz. Stichschaden. Der macht Stichschaden, ne? So, Mana-Raub. Weiß ich nicht. Glaube ich, brauche ich nicht. Ja, hab ja, ich benutze... Also, der Stab selber... Brauchst du ja keinen Mana für, ne? Also, wenn ich das so richtig sehe. Aber guck mal, der ist schon nice. Also, ich finde den schick. So, wir haben hier noch eine Quest. Eine Warte der Erbauer erklimmen. So, lass mich kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr ganz. So, die Warte der Erbauer ist nämlich einer von diesen Riesentürmen. Ist, glaube ich, der da ist es, genau. Da wollen wir nämlich hin, auf den gucken wir nämlich drauf. Die warten. Hä, wieso ist denn der in der Richtung? Bin ich denn doof? Nee, das war doch der hier. Genau, Krypta der Bauer, hier, da. Die warten, Flammenaltar und Basisverbesserung. Refugium der Flamme. Wir machen uns mal auf dem Weg. Beziehungsweise kann ich da... Gibt es da nicht eine Schnellreise bis da hinten hin? Nee. Flammenaltar und Basisverbesser. Nee, wir wollen tatsächlich zu dem da drüben hin, ne? Wir machen uns auf den Weg, Leute. Ja, so viel Zeit haben wir noch. Dann können wir wenigstens da einen Break machen. Ach ja, ich hätte übrigens auch noch einen Tipp für euch. Ich sehe es gerade nur nicht. Wir sind gerade an einem vorbeigelaufen. Wenn ihr Probleme habt, Harz zu finden, ja. Harz kriegst du ja eigentlich immer aus den Bäumen, die du fällst. Ja. Da gibt es aber ganz besondere Bäume, auf die ihr achten müsst. Dann könnt ihr das nämlich relativ zielgerichtet machen. Oder euch gleich drauf stürzen. Da ist nämlich einer. Moment, das werden wir gerade noch machen. Genau, guckt, haltet Ausschau nach Bäumen mit diesen Blättern, mit den braunen Blättern. Ja, da bekommt ihr nämlich zu 100% immer Harz raus. Ja, ihr seht es ja hier, zack, 2 Stück, zack, nochmal 2. Also da gibt es immer das Harz, wenn ihr das braucht, haltet wie gesagt Ausschau nach diesen Bäumen. Dann braucht ihr nicht stundenlang einfach hier Bäume fällen und immer in der Hoffnung, dass ihr was kriegt, sondern könnt das relativ zielgerichtet machen. So. Ah ja, ja, er hat keine Ausdauer mehr. Immer dieses Ausdauerproblem. Könnte aber auch daran liegen, ich soll vielleicht mal ein Stückchen trinken hier und da kommen hier ein Stück Honig.
So, wir werden nur mal eben hier rüberflitzen. Ach, guck mal hier. Vorschriftsmäßig. Den könnt ihr auch jedes Mal plündern hier. Also ihr seht selber. Oh, jetzt das wäre aber wieder beinahe in die Hose gegangen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich hier runterfliege. Da, bums, weg ist er. Blödföhn. So, und der Eingang liegt hier zu dem Turm, liegt da oben. Seht ihr, da habt ihr nämlich noch ein paar von diesen braunen Bäumen und da kriegt ihr halt auch tatsächlich jedes Mal das Harz, ne? Ich weiß nicht, wie es an den Büschen ist, das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Aber schauen wir gerade mal, wenn ich da pflücke. Ne, kann ich ja nicht pflücken. Muss ja auch abhacken. So, ihr seht selber auch hier Harz. Tada! Ich halt mehr aus als du, mein Freund. Definitiv. Ups, da wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte doch hier mal lesen. Den nehmen wir auch mit. So, das ist alles Feuerstein, was ihr hier seht. Ich habe bis jetzt auch noch kein anderes Vorkommen gefunden. Ich würde mir wünschen, dass es da noch was anderes gibt. Gibt's aber leider nicht. So, und das ist quasi der Standort. Da wollen wir hin. Das ist die Warte. So, das sind meines Wissens nach sind da keine Gegner drin. Aber... Stufenaufstieg, das ist ja nice. Das finde ich ja gut. So. Da gab es noch einen Heiltrank. So, da können wir uns dann auch direkt hinporten. Das ist natürlich auch schick. So, wunderbar. Wir werden mal die erste Stufe nach oben. Also das Ziel des Ganzen ist es, hier hochzukommen. Und was uns hier erwartet und wie das Ganze weitergeht, das seht ihr aber in der nächsten Folge quasi morgen. es macht auf jeden Fall Spaß und ich bin gespannt, ob ihr da auch das ein oder andere Rätsel schon gelöst habt, beziehungsweise auch noch das ein oder andere, den ein oder anderen Geheimgang gefunden habt. Denn es ist ja, hier gibt es ein bisschen was zu entdecken. Deswegen werden wir das heute nicht mehr machen können, sondern dann in der nächsten Folge. So, ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Bis demnächst. Tschö mit Ö.